Ah, gute Leute, willkommen zurück im LS22 auf der nordfriesischen Marsch ohne Gerüst, ohne Gräben. So. Na, endlich ist es gepackt, ne? Um 22 Uhr in-game habe ich endlich die Kartoffelernte oder den Auftrag abgeschlossen. Habe meine zwei eigenen Traktoren wieder hier stehen. Die müssen getankt, repariert und gewaschen werden. Hab mittlerweile auch die Leihgeräte wieder alle zurückgegeben, ganz klar. Und hab auch fast alle Kartoffeln abgeerntet. Auch als der Auftrag schon vorbei war, hab dann noch ein bisschen Ertrag gekriegt beim Bahnhof. Und hab allerdings auch, ich bin ja nicht blöd, muss ja mal gucken, auch ein paar Kartoffeln ja zu mir heimgefahren. Also man weiß ja nicht, für was man sie braucht. Entweder für Schweinefutter irgendwann oder halt für irgendeine Produktion. Deswegen habe ich gedacht, komm, was übrig ist in der Bunker, im Hof, gehört uns, was wir haben. Haben wir. So sieht's aus. So, das heißt, trotz allem muss ich jetzt überlegen, was, wie, wo mache ich jetzt weiter. Ich habe jetzt 268.000 Euro, was auf anderen Maps richtig viel Geld wäre. Aber hier ist es ungefähr die Hälfte für ein halbwegs vernünftiges Feld. Deswegen kann ich nicht großartig anfangen zu kaufen oder sonst was. Was ich aber machen werde, ich habe noch zwei Aufträge angenommen, die nicht ganz so lang sind. Einen Düngeauftrag und einen Grubberauftrag. Und die werde ich dann jetzt erst einmal beginnen und mache dann die Zeit auf fünffach vor. Dass mir, dass es wieder hell wird und dass man endlich mal, keine Ahnung, auch mal unseren Raps irgendwann bearbeiten können da drüben. Wobei, hoppala, der ist erst nächstes Jahr endereif, so ist es. So, Gruppenmarsch mit dem Achterbärsche, mit dem Eisenschwein. Genau. Ach ja. Nicht wundern, dass meine Stimme sich etwas komisch anhört. Man habe wieder sehr früh am Morgen. Und wenn ich morgens aufstehe, dann ist der Rüssel nicht ganz so frei gepustet. So sieht's aus. So, los Scheiben Echos. So, das war Feld 36, soweit I know. Jupp. Feld 36. Es war jetzt erstmal wurscht, wo das ist, weil er ja sowieso alleine hinfährt. Nochmals ein großes Dankeschön an den Holger 70. So, das muss hier sein, genau. Feld 36. Hier müssen wir grubbern und das 13. müssen wir düngen. So, dann machen wir jetzt erstmal unsere zwei fleißigen Abfahrer sauber und tanken die, machen die wieder reparational, was? Ah, der hatte kein Frontgewicht, genau. Schade, dass da jetzt noch nicht viel mehr reingeht in diese Mulde, aber ich finde die klasse. So richtig schön geländegängig das Teil. Und was der 6er weggepackt hat, also ihr seht, der 7er hatte den kleinen und der 6er den großen Anhänger. Ohne Probleme. Je, wunderbar gezogen, ne? Absolut klasse, du.
Ach so, was ich auch sagen wollte, vielleicht habt ihr das auch schon mitgekriegt oder gesehen. Die habe ja ein paar Stunden gebraucht, um das abzufahren. Und hatten auch dementsprechend Verschleiß, ne? Dann ist der tatsächlich, ich weiß nicht, welcher das war, einer von denen hier, hat dann gesagt, fahre zur Werkstatt. Dann ist der hierher gefahren. Ne, der Fast-Truck war es, der geliehene. Hierher gefahren, hier vorbei, ne, an dem Symbol. Vor allem hat es gemacht, bing, er war repariert. Ich hatte 13.000 Euro weniger auf dem Konto. Ja, und dann ist er wieder zum Feld gefahren. Genau das gleiche mit dem Tanken. Entweder fahren sie dann hier tanken oder an die Tankstelle, wenn sie leer sind. Ich finde es einfach nur super genial, ehrlich. Muss ich echt sagen. Das gefällt mir. So. Ja, der muss getankt werden. So, da kann der erstmal weg. So halbwegs vernünftig reinbringen das Teil hier. Also für die Traktoren muss man noch was überlegen. Da ist mir der Unterstand hier ist mir tatsächlich zu groß. Es sei denn, es kommt irgendwann, das kann natürlich auch sein, dass wir noch ein paar Traktoren dazu kriegen. Momentan brauche ich keine. Die sind zwar alle, wenn ich das möchte, gut beschäftigt und das ist dann auch okay so. Aber ja, einen weiteren brauche ich eigentlich nicht. Ich habe für jede Gelegenheit einen. So, musst du repariert werden? Ja. Hallo. Falscher Knopf. So, der Gunkas, der kostet 12.000 Euro reparieren. Dann kriegst du erstmal Heimwede. Und wenn ich mal die Mühe mache, ich habe es natürlich selbst gemacht. Erstmal, was kriegst du für den Auftrag? Das waren 160.000, weil es sind ja 6.000 Euro abgezogen worden für die Leihe der Maschinen. So, dann müssen wir nochmal den Sprit, die Reparaturkosten, die Hilfekosten, alles mit einrechnen. Dann hast du gar 160.000 Euro verdient oder gekriegt oder Gewinn gemacht, sondern vielleicht nur noch am Ende 120.000. Das heißt nur noch, ja. Aber. Das musst du alles mit einrechnen. Ihr merkt wieder, der Papa ist konzentriert, er hält wieder die Schnauze. So, Husten im Gesicht. Husten, wir haben ein Problem. So, Düngen war das andere, glaube ich, ne?
Dann nehmen wir auch 6 Emschen. Aber wir machen dann noch ein bisschen Dünger mit rein. Aber das Silo war leer, genau. 60.000 ist mir so teuer. Das muss reichen, erstmal. Ne, das ist nichts. Jetzt wird 10.000 Euro Dünger gekauft. So, und das war Speicher ab, komm. Nicht? Doch, siehste, wusste ich doch. Das andere war Feld 13. So. 36. So. 10 Meter. 4 Vorgewinde, erst die Bahn scharf, das passt doch ganz gut. Generier mal. 36, 10 Meter Gruben. Wunderbar. Speichern, habe ich 36 was? Jawollo. Gruben. 10 Meter. Also, wenn die Aufträge nicht wären, hättest du echt nichts zum, großartig zu tun jetzt in der Zeit, gell? Erster Wegpunkt und Rock'n'Roll. So. So, Feld 13, wenn er steht. So. Feld 13. 30 Meter, das passt. Machen wir auch 2, das ist auch okay. Oder 2. Da geht es ums Eck. Ein Vorgewinde reicht. Ja, 13, 30 Meter düngen. Ja, mit 2 Vorgewänden wäre es noch komplizierter geworden. Alles gut. So, 30, 13 Meter. 13, 30 Meter, sowas. Da habe ich schon nichts gemacht. Neuer Ordner, Feld 13. Kurs speichern im Feld 13. Düngen 30 Meter. So. Was ich hier ein bisschen blöd finde, ist 1, 13, 15, 17, 19, 2. Ne? Ah ja gut, logisch. Fällt mir gerade auf. Das ist eine 1 vorne. Und der scheitert jetzt zwischen 1 und 10. Dann ist alles gut. Dann ist es doch halbwegs vernünftig. Ne? Ah gut, hier steht Fels 53. Ne? Wen wundert es? Wir könnten das aber mal umändern. Eintrag umbenennen. Feld 53. So, jetzt ist es wieder richtig. Genau, jetzt ist es hier. So, der ist geladen, der Kurs. Der ist im Auto, im Fahrzeug drin. Erster Wegpunkt und du darfst auch losrocken. So. Jetzt ist hier die Frage. Für mich und an euch. Was könnten wir weitermachen? Natürlich, ich mache erstmal fünffach Vorlauf. Was machen wir? Ich meine, ich kann hier noch ein bisschen bauen und pflanzen und tun. Das ist ja alles schön und gut, ne?
den Autodrive-Dingsbums automatisieren, wobei das passt ja schon alles. Das passt ja alles soweit schon, gell? Passt ja alles rein. Jo. Was bringt mir die Platzierung einer Futtermischanlage, wenn ich noch nicht ein Tier habe oder noch keinen Stall? Ne? Deswegen, hier muss hier noch einiges passieren. Ja, da muss ich jetzt überlegen, was wir machen. Ich meine, Hühner, alles schön und gut, aber die drei Eier, was die jetzt in den letzten zwei Tagen oder sowas gelegt haben, da kriegst du, da kannst du nicht leben davon. Die, das ist schon fast Eigenbedarf, was da sitzt, ne? Ich muss mir überlegen, ich kann euch jetzt nicht euch fragen, was soll man machen, weil es ist heute Sonntag. Und sonntags habe ich Zeit, um für Videos und Folgen aufzunehmen. Das heißt, es kann passieren, dass ich heute schon drei oder vier Folgen für die Woche aufnehme. Deswegen bringt es nichts, wenn ich euch jetzt frage, was soll man machen. Und kann erst am Freitag oder sowas drauf reagieren. Bis dahin muss ich ja schon was überlegt haben, ne? Ist das Plaude auf dem E-Motor, hä? Nicht schlecht, wir sollen da dran kommen. Ja. Also machen wir meine Gedanken. Vor allen Dingen, die laufen auch besser, wenn es wieder hell ist auf der Map. Ja. Gras mähen, genau. Also das bräuchten wir ja auch noch so. Mähwerkgedöns. Oh, das haben wir ja alles. Das haben wir ja alles. Das sieht nun unser Gras aus hier. Ist noch im Wachstum. Also das wird wahrscheinlich auch. Ja gut, vielleicht im Oktober. Ende Oktober vielleicht nochmal der erste Schnitt. Der letzte Schnitt im Jahr. Wir werden es sehen. Dann beende ich hier mal die Folge. Das ist ein bisschen kürzer als vielleicht normalerweise. Aber hat ja jetzt keinen Wert, dass ich jetzt noch 10 Minuten hier rumlaufe. Ich guck mal, was wir machen. Das soll ja ein bisschen halbwegs vernünftig sinnvoll sein, was wir hier betreiben. Und jo, wir werden auf jeden Fall irgendwas machen. Dann bedanke ich mich vorerst mal bei euch, dass ihr dabei wart, wenn es euch gefallen hat, ne? Daumen nach oben nicht vergesse und ein Abo, würde mich sehr, sehr freuen. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht doch gut und ja, gute Nacht.